Ja, es ist extrem viel passiert heute an diesem Wahlsonntag. Patti Bassler, kannst du uns sagen, was bleibt von diesem heutigen Wahltag hängen? Ja, Michi, es bleibt viel hängen. Und natürlich alles an den Frauen. Wie immer. Es bleibt immer alles an den Frauen hängen. Und früher oder später hängt dann auch alles an den Frauen. Sei aber bei den Männern nicht anders. Gut. Die Helvetia hat gerufen und wir haben Antwort gegeben. Im Appenzellischen gibt es keinen Erdrutsch. Dort fällt nur eine Frau ab der Halde. Das Appenzell bleibt also fest in Männerhand. Es haben aber offenbar dort auch nicht alle gewusst, dass man Frauen schon wählen darf. Spannend war es im Kanton Glarus. Der grüne Zopfi rein, der SVP Werner Hösli raus. Also ein richtiger gemütlicher Sonntagsbrunch daheim. Auf dem Tisch ein frischer Zopfi und darunter ohne Hösli. Und die Regula ritzt jetzt an dieser Idylle, weil sie am nächsten Sonntag etwas anderes beim Morgen will. Ein obligatorisches Klimagipfeli. Statt der Berner Rösti. Priska Grünenfelder von der SP hingegen hat es nicht geschafft. Sorry, Frau Grünenfelder, entgegen der These. Nur ein Grün im Namen lenkt eben gleich nicht. Dafür lenkt manchmal ein ehrliches Rot. Solothurn hat nur noch eine SP-Vertreterin, nämlich Franziska Roth. Aber sie sei einen Weg eine stolze Solothurnerin, sie brauche kein Team Gymnastik. Im Tessin gönnen die Grünen gegen die Lega Detti Chinesin, jetzt verwechseln mit der Legasthenie-Therapie, obwohl es dort etwa die gleichen Kandidaten haben. Nur, dass man bei den Legasthenie-Therapierten hoffen darf, dass man sie irgendwann auch wirklich versteht. Es sind ja auch andere Sachen passiert an diesem Wochenende als die Wahlen. Im Roten Fluggebiet ist bei der Talfahrt eine Gondel mit mehreren Sitzen abgestürzt. Zum Glück ist niemand drinnen gehockt. Das ist etwa gleich wie bei der BDP. In Schaffhausen aber ist alles gleich geblieben, also mehr oder minder. Und national gehört jetzt auch die GLP zu den ganz, ganz Grossen. Im Aargau geht es im Ständerat von Bruderer zu Brüderer. Es braucht dort einen zweiten Wahlgang und man weiss noch nicht, welches Tröpfchen das am Schluss fast zum Überlaufen bringt. Vielleicht ein Wermutströpfchen. Aber wirklich gewonnen hat der Medienmogul Wanner nicht ein Sitz, nicht zwei Sitz, sondern 3+, 4+, 5+ und 6+. Während wir Aargauerinnen vor lauter Waldplakat Wald die einzelnen Bäume nicht gesehen haben, also nicht einmal den Stamm, haben die Wannermedien still und heimlich die Fernsehsender aufgekauft, die bekannt sind für Restauranttester und den Bachelor. Also im zweiten Wahlgang ist dann einfach der Baumann, der keine Rose überkommt. Ja. Man hat umgelagert im helvetischen Uterus. Und wenn es den Geburtswehen gibt, bei der Geburt von dem ergrünten Parlament, dann bleibt immerhin noch ein PDA. Patti Bassler.